So, nach der kurzen Pause machen wir jetzt weiter mit unserem Nachmittagsvortragsprogramm und da freuen wir uns ganz besonders, dass wir jetzt die Jennifer Dietl da haben von Full Grown. Und wir haben ja viel gehört über so technische und elektronische Finessen, die es so gibt irgendwie im Maker-Movement und sie kommt jetzt aus einer ganz anderen Ecke. Sie macht auch so eine Art 3D-Printing, aber sie lässt die Natur für sich arbeiten. Ihr Startup Full Grown steht unter dem Motto Back to the Roots und zwar wirklich im wahrsten Sinne und da steht dahinter die Frage, wie man eben das natürliche Pflanzenwachstum dafür verwenden kann, um vielleicht die Möbelproduktion völlig neu zu erfinden und da freuen wir uns sehr, dass wir jetzt näher über diese Methoden erfahren. Hallo? Also auch von mir ein herzliches Willkommen. Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Mein Name ist Jennifer Dietl, wie schon vorgestellt wurde, und ich möchte meinen Vortrag mit einem Zitat beginnen von dem römischen Architekten Vitruv. Und der hat gesagt, wenn etwas die drei Eigenschaften Stabilität, Nützlichkeit und Schönheit vereint, dann ist es die Mühe wert gewesen. Und genau das haben wir versucht, indem wir die Art, wie wir Möbel produzieren, wie wir Möbel sehen, ganz neu erfinden oder erfinden möchten. Und mit dem kleinen Einleitungsvideo von einigen unserer ersten Produkte möchte ich dann auch in meinen Vortrag starten. Wir sind die Firma Full Grown. Wir sind ein junges Start-up aus Biologen, Designern und Gärtnern. Uns gibt es jetzt seit 5 Jahren. Genau. Und bevor ich erzähle, was wir anders machen als alle anderen, möchte ich erstmal einen kleinen Exkurs in die konventionelle Möbelherstellung liefern. Und bei der konventionellen Möbelherstellung braucht man natürlich den Rohstoff Holz. Der Rohstoff Holz wächst im Wald am Baum. Ein Baum braucht für die normale Herstellung 50 Jahre. Und wenn man das nicht abwarten will, kann man auch Bäume aus einem natürlichen Wald, aus dem Urwald entnehmen. Bei dieser Methode hat man den Nachteil, dass man nach und nach wertvollen Lebensraum zerstört, der in unserer Umgebung, gerade in Deutschland, immer weniger wird. Was macht man dann? Man hat den Baum, er wird gefällt. Danach wird der Rohstoff Holz unter Einsatz diversester Gerätschaften, unter Einsatz großer Maschinen und Energie in die weiteren Produktionsstätten geliefert. Es werden wieder Maschinen eingesetzt. Es werden aus dem Stamm einzelne Teile geschnitten. Dafür braucht es wieder Maschinen und Arbeitszeit. Danach werden die einzelnen Stücke wieder weitertransportiert, die Reststoffe eventuell verwertet, um schließlich in einer Werkshalle zu landen, wo dann die Einzelteile produziert werden, die in der Holzverarbeitung dann benötigt werden, um Möbel zu fertigen. Auch dafür werden wieder Maschinen benötigt, Arbeitszeit und Energie. Wenn man dann also seinen Stuhl schließlich hat, sind, wie man sehen kann, eine ganze, ganze Menge an verschiedenster Geräte, an verschiedenster Energiequellen, an Arbeitszeit von vielen, vielen Menschen nötig, bis dann der Stuhl entstanden ist. Aber der Weg eines Stuhls ist da noch nicht vorbei, denn der Stuhl muss ja auch noch zum Endverbraucher gelangen. Und auch dafür ist der Transport nötig, es sind viele Zwischenstellen nötig, er wird gelagert, um letztendlich dann im Möbelhaus zu landen, wo der Kunde seinen Stuhl aussuchen und erwerben kann. Ich habe das mal zusammengefasst, was da an Energie zusammenkommt. In sogenannten CO2-Footprint
Da kommt eine Summe von circa 100. Oh. Ne? Kleine technische Schwierigkeiten. Okay, super. Das summiert sich auf circa 106,5 Kilogramm CO2 für die Lebensdauer eines in Deutschland gefertigten Stuhls mit deutschen Rohstoffen. Das ist jetzt eine Zahl, da kann man sich nicht so wahnsinnig viel drunter vorstellen. Darum habe ich einen Vergleich mitgebracht. Man könnte mit der für die CO2-Menge einen 5er BMW Benzinmotor 800 Kilometer weit fahren. Oder ein Büro mit 60 Watt Glühbirnen 8 Stunden am Tag für 5 Jahre beleuchten. Ich finde, das ist eine ganze Menge. Und wir glauben, es gibt bessere Wege, um Möbel zu produzieren. Und deswegen sagen wir back to the roots und das nicht nur sprichwörtlich, sondern auch ziemlich wortwörtlich. Und was wir machen ist, anstelle Bäume zu zersägen und daraus dann wieder neu zusammenzusetzen und Möbel zu fertigen, lassen wir die Bäume einfach schon in Möbelform wachsen. Das ist simpel und einfach. Was wir dafür brauchen, ist eine Kombination aus verschiedensten uralten Techniken, die man schon im Mittelalter beherrscht hat, die man bis heute in Klostergärten in Form von Spalierobst sehen kann. Was dann noch dazu kommt, ist Design und Know-how. Und genau das macht den Unterschied, warum unsere Möbel sich von den Möbeln der konventionellen Möbelindustrie unterscheiden. Das Prinzip ist einfach. Wir haben Formen speziell entwickelt für jedes Möbelstück und an denen wird der Baum wachsen gelassen. Das Besondere ist, für jedes Möbelstück verwenden wir lediglich einen Baum, der das ganze Möbelstück aus einem Stück erzeugt. Und wie man sieht, wir brauchen nicht sehr viel dazu, eine Handvoll von kleineren, einfachen Geräten, Know-how und naja gut, es sind doch ein paar mehr Geräte, zugegeben. Aber das ist auch schon alles. Mehr braucht man nicht, um Möbel auf diese Art und Weise wachsen zu lassen. Und was bedeutet das für unsere CO2-Bilanz eines gewachsenen Stuhls in deutscher Produktion, heimisch, regional erzeugt? Wir kommen auf eine Summe von circa einem Fünftel der CO2-Emissionen eines konventionell gewachsenen Möbelstücks. Das entspricht wieder im Beispiel des BMW einer Summe von 105 Kilometern, die man fahren könnte. Oder dem Büro, das man dann nur noch ein Jahr beleuchten kann. Jetzt kann man sagen, okay, unsere Produktion erfordert verschiedene Umstände. Zum einen ist das eine relativ lange Produktionszeit. Unsere Möbel brauchen zwischen 2 und 5 Jahren, um heranzuwachsen. Das könnte man als lange Zeit bezeichnen, hat man aber im Hinterkopf, dass für einen normal gewachsenen Stuhl, normal erzeugten Stuhl, ein Baum 50 bis 100 Jahre wachsen muss, sind 2 bis 10 Jahre dann wieder gar nicht mal so lange. Außerdem bestimmen nicht wir die Wachstumsgeschwindigkeit, sondern die Natur bestimmt die Wachstumsgeschwindigkeit. Und auch das kann ein Vorteil sein oder ein Nachteil, wie man sieht. Wir sehen es als Vorteil, dass zwar der dritte Punkt ist, mit unserem Produktionsverfahren können wir ähnliche Produkte erzeugen, aber niemals gleichartige. Das heißt, jedes Produkt, das wir erzeugen auf diese Art und Weise, ist absolut einzigartig und es wird niemals ein zweites geben. Und letztlich, alle Produktionsschritte, die wir für die Produktion brauchen, müssen in Handarbeit erfolgen, denn keine Maschine kann bestimmen, in welche Richtung der Baum gelenkt werden muss. Das heißt, diese Art der Produktion ist niemals maschinell zu betreiben. Aber auch das sehen wir eher als Vorteil als als Nachteil. So erhält der Kunde mit einem Produkt von uns ein absolut einzigartiges, nach Maß für ihn gefertigtes Objekt. Der Produktionsprozess ist wesentlich einfacher, effizienter und kürzer. Er enthält bei der Produktion entfallen keinerlei Abfälle.
alles wird wiederverwertet, ganz im Gegenteil. Der Baum wächst direkt in Form. Es wird lediglich am Ende die Rinde entfernt, wie der Kunde das möchte. Und so entstehen keinerlei größere Mengen Abfälle. Außerdem sind die Objekte stabiler, da alle Verbindungen, die bei einem konventionellen Möbelstück durch Schrauben oder Kleben erfolgen, bei unseren Möbeln gewachsene Strukturen sind. Das kann man sich denken wie ein Baum, der täglich Wind und Wetter trotzen muss. Genau die gleiche Stabilität haben unsere Möbelstücke auch. Sie haben die Eigenschaften Stabilität und Flexibilität, die ein normal erzeugtes Möbelstück nicht hat. Und als letzter Punkt, die Tatsache, dass wir Bäume nutzen, die wir auf einer Plantage anpflanzen, und nach der Ernte kann jeder Baum wieder für die Erzeugung eines neuen Produktes verwertet werden. Das heißt, auch da entfallen keine neuen Kosten und es ist ökologisch und nachhaltig gleichzeitig. Was unser Produktionsprozess noch an Vorteilen mit sich bringt, ist die Tatsache, dass wir auf Pflanzenschutzmittel verzichten können, auf Düngemittel, künstliche Bewässerung, chemische Oberflächennachbehandlung und den Einsatz schwerer Maschinen. Das bedeutet, mit diesem einfachen Prinzip kann man theoretisch an jedem Ort der Welt Möbel produzieren, an dem Bäume wachsen. Und das mit einfachsten Mitteln und einfachsten Know-how. Das heißt, wir können mit diesem Prinzip wesentlich regionaler, schneller und einfacher von Menschen für Menschen produzieren. Jetzt zum Schluss noch eine kleine Vorstellung, wer wir eigentlich sind. Wir sind ein englisch-deutsches Team, wie ich schon gesagt habe. Wir sind Designer, Biologen, Gärtner und Marketing-Experten. Wir sind an zwei Standorten präsent zurzeit. Der eine ist in Derbyshire in England und der andere ist hier in Bayern in Deutschland, ganz in der Nähe zwischen Augsburg und München. Und zukünftig planen wir die Erweiterung an verschiedenen Standorten überall auf der Welt, dass wir auch an anderen Klimabereichen mit anderen Baumarten produzieren können. Hier nochmal zum Schluss ein kleiner Blick auf unsere Plantage. So sieht es derzeit auf der Plantage aus. Man kann sehen, hier wachsen die ersten Stühle. Daneben, hier hinten wachsen die Lampen und hier vorne wachsen die ersten Tische. Hier rechts befindet sich der Bereich von noch nicht geformten Objekten. Da wachsen gerade die Bäume heran, die wir dann wieder für die nächsten Produkte verwenden. Nach der Ernte ist das wie im Rotationsprinzip. Das heißt, die Bäume werden 2 Jahre wieder in Ruhe gelassen und nach 2 Jahren erfolgt der nächste Produktionsvorgang. Genau, unser Ausblick. Unsere Plantagen sind wie ein kleines, geordnetes Ökosystem. Wir haben verschiedenste Produktserien auf einer Plantage. Derzeit haben wir ca. 1000 Bäume auf einem Hektar auf jeder Plantage stehen, mit jeweils 700 wachsenden Objekten. Da dieses Verfahren ermöglicht es, gleichzeitig ein Standardprogramm an verschiedenen Produkten vorrätig zu haben, aber auch Maßanfertigungen für den Kunden direkt auf der Plantage umzusetzen. Der Ausblick, unsere derzeitige Produktserie umfasst verschiedenste Hänge- und Stehlampen. Wir haben Beistelltische, kleinere Tische, Stühle und Spiegel im Programm. Und zusammenfassend ist zu sagen, alles, was man dazu braucht, ist frische Luft, Erde und ein bisschen Sonne. Und dann noch die wichtigste Frage zum Schluss. Wann findet die erste Ernte statt unserer Produkte? Sie fand letztes Jahr im Frühling 2016 statt. Wir sind stolz, dass wir die ersten Produkte jetzt hier präsentieren dürfen, dass die ersten Stühle und Tische zurzeit in verschiedenen Museen in Berlin, in Schottland, in Edinburgh und in Indien zu sehen sind. Und zukünftig in 2 Wochen werden wir präsent sein auf der Interzum in Köln. Auch da kann man unsere Objekte noch mal live sehen. Dann noch zum Schluss ein kleines Abschlusszitat. Und zwar, der beste Zeit, einen Baum vor 10 Jahren zu pflanzen. Und die zweitbeste Zeit ist jetzt. Damit möchte ich mich für die Aufmerksamkeit bedanken. Ups, das war einmal zu schnell.
freue mich, dass Sie heute da waren zu meinem Vortrag. Bin offen für Fragen und wenn Sie weitere Infos möchten, kommen Sie uns gerne an unserem Stand mit der Nummer 62 besuchen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Jennifer, für diesen sehr eindrucksvollen Beweis, dass man mit Pflanzen 3D drucken kann. Danke. Und jetzt fragen wir Publikum, gibt es Fragen an Jennifer? Wer möchte mehr über 3D-Druck von Pflanzen wissen? Oder vielleicht starte ich mal mit einer Frage, wie lange braucht ein Stuhl? Ein Stuhl braucht zwischen 2 und 5 Jahre, um zu wachsen. Das hängt von den natürlichen Bedingungen ab, aber auch von der Baumart, die wir verwenden. Okay, also der klassische Plastikstuhl, den wir alle irgendwie doch ziemlich hassen, der dauert 30 Sekunden aus der Tiefe. Da ist es natürlich ein anderer Zeithorizont, aber es ist auch was ganz anderes. Genau, also der Vorteil unserer Stühle ist natürlich, dass sie einzigartig natürlich sind und theoretisch kann sich jeder Kunde frei aussuchen, was er an Designwünschen hat. Jetzt müssen wir gerade so ein bisschen die Preisverleihung da drüben überschreien. Ja. Welche Baumarten nehmt ihr denn? Wir verwenden nur heimische Baumarten, die an unsere Plantagenstandorte perfekt angepasst sind. Das heißt, wir haben derzeit ein Sortiment von 50 verschiedenen Baumarten. Darunter versuchen wir auch seltene heimische Arten zu inkorporieren in unsere Designs, Elsbeere, Nussbaumarten, Obstbaumarten. Wow, das ist, schon eine ganze Bandbreite. Ja? Und wo siehst du so das Limit? Was gibt es denn da noch für Möglichkeiten? Also ihr habt ja schon eine ganze Reihe von Produkten und Möbeln. Was ist denn so am Horizont? Ja? Wir haben jetzt ganz neu entwickelt lebende Produkte, lebende Skulpturen und Bänke für den Kunden zu entwickeln. Das heißt, auch für Parkanlagen, für die Gärten, für Firmen, Foyers entwickeln wir Skulpturen, die am Leben bleiben, die nicht geerntet werden. Das heißt, man kann also auf seiner Bank sitzen und im Herbst dann hoffentlich gleichzeitig auch Kirschen ernten. Super, sehr schön. Muss man gar nicht weit draufgreifen dann. Okay, ja? In den 2 Jahren, wo die Bäume wachsen, macht man da irgendwas noch zwischendrin oder ist das wirklich nur, lässt man sie wirklich nur wachsen? Nee, also man hat für in der Wachstumszeit, in der Pflanzen natürlich bei uns wachsen, zwischen Mai und August, relativ hohen Pflegeaufwand. Das sind ungefähr 2 Stunden pro Woche pro Objekt zu rechnen, in der man die Pflanzen natürlich immer wieder anleiten muss und in der die Pflanzen geformt werden. Den Rest des Jahres wachsen sie dann für sich. Okay, und das Formen, wie funktioniert das genau? Das sind, jedes Mal, wenn ein Trieb wächst und noch nicht verholzt ist, kann man ihn im Prinzip in Form biegen. Und genau in dem Zeitraum lenken wir die Triebe. Wir wissen, abhängig von welcher Baumart, die wir gerade verwenden, wie sich der Baum im Prinzip verhält. Also im Prinzip versuchen wir, wie ein Baum zu denken. Und können dadurch den Baum exakt so lenken, exakt steuern, wann er eine Astgabelung bildet und wann er Verwachsungen bildet, genau so, wie wir das möchten. Cool, danke schön. Gerne. Was kostet denn so ein Stuhl? Die Stühle beginnen derzeit bei ca. 1.000 Euro, die Lampen ab 200 Euro. Das heißt, ihr braucht eine größere Plantage. Ja, wir sind derzeit noch auf der Suche nach einem neuen Standort und schauen uns da gerade ganz kräftig in Bayern um, dass wir noch besser für unsere Kunden produzieren können. Gibt es noch weitere Fragen? Nicht, dass ich irgendwas übersehe. Okay, dann ihr seid, wie gesagt, am Stand 62. Genau. Gleich da vorne bei dem Design- und Handwerk-Area. Genau. Und dann bedanke ich mich recht herzlich bei dir, Jennifer, und für den tollen, inspirierenden Vortrag. Vielen Dank. Viel Spaß auf der Messe.